Seit es sie gibt, wird die Sommerzeit diskutiert, denn ihr Nutzen ist, sagen wir mal, eben diskutabel. Tatsächlich ist vollkommen umstritten, ob sie die prognostizierten Energieeinsparungen bringt, denn wissenschaftlich steht dieser Nutzen mehr als in Frage. Ist das also alles Quatsch und wird sie deshalb bald abgeschafft? Wir beantworten alle Fragen rund um die Sommerzeit jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die Geschichte der Sommerzeit ist, sagen wir mal, eine Geschichte voller Missverständnisse. Ein bisschen erinnert sie an den Blaumilchkanal, eine erfundene Geschichte um einen Kanal quer durch die israelische Stadt Tel Aviv, der gebaut wurde, weil irgendein Verrückter damit anfing, ein Loch zu buddeln. Und ein bisschen ist es wohl auch so bei der Sommerzeit, denn eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund für sie. Aber der Reihe nach. Das erste Mal wurde die Sommerzeit von Deutschland und Österreich-Ungarn während des Ersten Weltkriegs eingeführt, weil man sich dadurch Energie einspart. Versprach. Mit der eingesparten Energie, damals wurden Städte noch mit Gas beleuchtet, Strom wurde mit Kohle hergestellt, wollte man diese Rohstoffe für das Militär einsparen. Doch, dass man durch das Ausnutzen der hellen Morgenstunden mehr Energie einspart, ist mehr als umstritten. Im Gegenteil. Alle bekannten Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass der Minderverbrauch zu vernachlässigen ist. Das Ergebnis war meistens, dass zwar weniger künstliche Beleuchtung benötigt wird, aber mehr geheizt wird. 2005 fasste die Bundesregierung diese Erkenntnisse nochmal in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion zusammen. Und heute dürften die Auswirkungen sogar umgekehrt sein. Dadurch, dass die Beleuchtung deutlich weniger Energie verbraucht als noch vor 10 Jahren, dürfte der Effekt inzwischen umgekehrt sein. Wir dürften also durch das verstärkte Heizen mehr Energie verbrauchen. Aber darüber gibt es keinerlei Erkenntnisse. Oh Mann, es ist schon ein wenig bescheuert. Ein Insektenforscher, der keine Ahnung von Energieverbräuchen, Energiebilanzen und so weiter hatte, trug diese Idee erstmals 1895 vor. George Vernon Hudson präsentierte seine vermeintlichen Erkenntnisse der Royal Society of New Zealand. Und irgendwie hielt sich dann dieser Irrglaube. Doch die Energieeinsparungen sind heute gar nicht mehr der Grund für die Einführung der Sommerzeit. Der eigentliche Grund ist die Harmonisierung der Zeit in Europa, um den Handel zu erleichtern. So steht es explizit in der Stellungnahme der Bundesregierung. Moment. Also wie bitte? Nochmal ganz langsam. Die Sommerzeit gibt es, weil sie andere mal eingeführt haben, vollkommen ohne Grund, und wir uns jetzt in Europa nach diesen Ländern richten, obwohl es gar keinen Sinn macht und heute wahrscheinlich sogar zu höheren Energieverbräuchen führt. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt ein Schildbürgerstreich. Das ist ja so, als würden wir, da fällt mir kein Vergleich ein, das ist echt so verrückt wie bei Per Anhalter durch die Galaxis. Life is stranger than fiction, kann man wirklich sagen. Wir sollten den Welthandtuchtag gesetzlich einführen. Und dabei sind die gesundheitlichen Folgen noch nicht berücksichtigt. Viele Menschen beklagen Schlafstörungen, Schlappheit. Und eine schwedische Studie kommt sogar zu dem Ergebnis, dass in den Tagen nach der Zeitumstellung mehr Menschen einen Herzinfarkt erleiden. Und Umfragen kommen auch zu dem Ergebnis, dass die Zeitumstellung von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird. So rund 70% sind meistens dagegen. Doch niemand will sie abschaffen. Allerdings hat das EU-Parlament jetzt die EU-Kommission, also die Regierung von Europa, beauftragt, den Nutzen zu überprüfen und die Sommerzeit gegebenenfalls abzuschaffen. Es könnte also vielleicht doch bald spannend werden. Mich würde aber mal jetzt interessieren, was ihr jetzt, nachdem ihr die Hintergründe kennt, von der Zeitumstellung haltet. Ich starte gleich auf WhatsApp eine Umfrage. Dort und nur dort werdet ihr auch das Ergebnis erfahren. Wenn ihr also mitmachen wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicks um mitmachen und mir Themen vorschlagen oder eben an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klicks um so passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, die genaueste Uhr der Welt. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.